Viel Spaß und los geht's. Okay, sucht euch einen Platz auf der Matte und macht euch erstmal ganz locker, ausstreckend zur Decke hin. Ach, schau an, jetzt kommt die Julia noch dazu und der Philipp. Hallo ihr beiden, ihr könnt einfach direkt mit einsteigen. Wir sind einfach schon mal losgestartet. Zieht euch über die Diagonale zur Zimmerdecke, macht euch schön lang, zieht euch schön über die Länge nach oben und geht auf die Fußaußenkanten. Hier wandert mal so ein bisschen im Raum herum, über die Diagonale, in die Schräge und sonst wo, wie es euch gerade angenehm ist. Hauptsache ihr belastet mal ganz bewusst auch mal die Fußaußenkanten, die Vor- und Rückseite und jetzt mal gerne mal die Ferse. Das heißt, wir wandern auf der Ferse herum, ziehen uns weiterhin noch über die Diagonale und öffnen den Rippenbogen. Und jetzt das Ganze mal auf die Fußinnenseite. Das heißt, geht mal ganz bewusst auf der Innenseite, wandert ein bisschen, geht ein bisschen im Kreis. Jetzt zur Freizeit könnt ihr zwischendurch mal abklatschen. Und dann macht euch nochmal richtig schön lang und lasst dreimal die Anspannung fallen. Tief ausatmen. Und noch ein zweites Mal. Lasst die ganze Anspannung des Tages vom Arbeiten fallen. Beim dritten Mal bleiben wir tief. Wir bleiben tief und schütteln einmal die linke und rechte Schulter. Im Wechsel die Arme, die Handgelenke. Und wir kommen ein bisschen tiefer in die Dehnung. Die Oberschenkelrückseite wird gedehnt. Wir lassen den Oberkörper tief sinken. Wir können weiterhin noch immer im Wechsel links und rechts ein bisschen die Schultern mobilisieren und wandern auf die linke Seite rüber. Und wandern hier auf der rechten Seite. Und kommen nochmal tief die Handgelenke zu den Fußgelenken. Wir beugen die Knie, kommen nochmal tief auf die Fußgelenke, ziehen uns nach oben. Nehmen die Brust raus, nehmen die Hüfte nach vorne und kommen ganz, ganz, ganz weit nach vorne auf die Fußspitzen und senken die Fersen wieder, die bleiben noch in der Luft und dann heben wir sie wieder. Und dann senken wir sie nochmal und dann heben wir sie. Und jetzt im Wechsel links heben, rechts tief, rechts heben, links tief. Links heben, rechts tief, rechts heben, links tief. Das Ganze noch für 3, 2, 1 und dann kommen wir mit den Fingerspitzen nach vorne, kommen in den Vierfüßlerstand und gehen auf die Knie und auf die Handgelenke, zeig's mal aus der Seite heraus und dehnen nach vorne. Das heißt, die Schulter nach vorne, dehnen die Handgelenke, mobilisieren die Handgelenke, die brauchen wir heute. Das heißt, die sollen schön vorher gedehnt sein, um keine Überlastung zu spüren. Und wenn ihr wollt und es ein bisschen intensiver haben wollt und quasi schon in die Trainingsübung einsteigen wollt, könnt ihr auch gerne die Fußspitzen aufstellen und schon die Knie in die Luft nehmen. Alles optional, denn jetzt führen wir mal die Fingerspitzen nach außen. Und wie so eine Robbe wandern wir von rechts nach links und mobilisieren auch hier nochmal die Handgelenke. Und auch hier ist es euch überlassen, schon direkt in die Kräftigung zu kommen, indem ihr die Knie in die Luft führt oder aber die Knie abgesetzt habt. Und dann nehmen wir die Hände nach hinten. Die Fingerspitzen führen zu den Knien. Und dann ziehen wir die Schultern zurück. Und auch hier wieder könnt ihr entweder die Knie in die Luft nehmen oder sie einfach absenken. Spürt die Dehnung auf der Innenseite. Und jetzt setzt ihr bitte nochmal die Knie ab, für den Fall der Fälle, dass ihr in die Luft genommen habt. Denn wir dehnen jetzt mal den Handrücken. Der ist immer ein bisschen empfindlicher. Das heißt, wir kommen hier auf den Handrücken, ich setze das mal hier, und dehnen den Handrücken, bringen ganz leicht und vorsichtig Gewicht drauf, strecken die Arme möglichst aus. Und wenn ihr merkt, dass es angenehm ist, dann könnt ihr euch noch ein bisschen weiter nach vorne lehnen und auch hier nochmal von rechts nach links watscheln. Dann kommen wir wieder auf die Handflächen, kommen auf die Fußspitzen, kommen wieder nach hinten gewandert, nehmen wieder die Hände an die Fußgelenke und kommen mit dem Gesäß nach oben. Einmal schön in den Rundrücken und dann nochmal tief kommen. Das Ganze machen wir zweimal, wieder die Hüfte rausstrecken
Und wieder den Popo nach oben, ganz, ganz tief in den Rundrücken rein. Und nochmal tief. Und noch einmal in den Rundrücken. Dann kommen wir langsam Wirbel nach oben. Finger auf die Knie. Und jetzt führen wir die Knie, das ist unser Front, einmal in eine Rechtsbewegung. Wenn ihr merkt, dass es unangenehm für euch ist, könnt ihr auch gerne die Füße zusammennehmen und die Rechtsbewegung einfach mit geschlossenen Beinen machen und in die andere Richtung. Nehmt die Beine schulterbreit auseinander, bleiben tief. Und jetzt kommen wir in so einen Polizeiwalk. Das heißt, wir nehmen das rechte Knie tief. Linke Knie tief, rechte Knie hoch, linke Knie hoch. Wir bleiben tief im Squat und auch hier wieder rechts tief, links tief, rechts hoch, links hoch, rechts tief. Achtet darauf, wenn ihr in der Squat-Position oben seid, dass der Popo schön weit hinten ist, dass die Knie nicht zu sehr über die Fußspitzen ragen. Die Schultern sind hinten zusammengeführt, die Brust ist immer schön weit raus. Und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr zusätzlich noch die Arme nach außen strecken. Trainiert zusätzlich noch den Schulterrücken. Ganz machen wir noch die 2. 1. Und dann starten wir mit der linken Seite. Links hoch, rechts zieht nach. Links tief, rechts zieht nach. Links hoch, rechts hoch, links, rechts. Schulter nach hinten führen, Arme schön ausstrecken, wenn ihr könnt. Stolze Brust. Langsam und kontrolliert. Noch für 3. 2. Dann bleiben wir in der Squat-Position. Squat-Position. Jetzt schaut mal rüber. Jetzt drehe ich auf die linke Seite rüber. Die Fußspitzen kommen ebenfalls auf die linke Seite. Das rechte Knie senkt tief. Und wir kommen wieder in die neutrale Position. Ich drehe auf die rechte Seite. Die Fußspitzen drehen ebenfalls auf die rechte Seite. Wir kommen hier tief und kommen wieder hoch. Bleiben in der Squat-Position, immer schön tief bleiben. Und dann wieder nach links drehen. Oberkörper gerade, Schultern nach hinten geführt, Brust raus. Und achte darauf, dass ihr immer schön tief in der Squat-Position verweilt. Denn so brennen dann irgendwann auch schon die Oberschenkel. Kräftigen wir gleichzeitig und bringen hier gleichzeitig auch eine Hip-Flexibility mit rein. Noch für 3, 2, 1 und dann kommen wir langsam nach oben, schütteln einmal die Beine aus und mobilisieren die Schultern. Dreht sie mal nach hinten, erstmal ganz locker und dann nehmen wir die Hände an die Schultern und machen hier große, ausgiebige Bewegungen. Und mal abwechselnd nach vorne. Den ganzen Oberkörper mit rein. Übertreibt jetzt mal richtig schön in dem Radius, den ihr habt. Auch das noch 3. 2. Und dann wechseln wir in die Hampelmänner. Starten wir erst mit dem Cardio-Teil und gehen danach in die Kräftigung. 3, 2, 1, los geht's. Hampelmänner. Eine Minute, die Arme schön ausstrecken und los geht's. Nachdem wir uns eingegroovt haben, werden wir ein bisschen schneller. Wenn ihr Knieprobleme habt, gar kein Problem, dann könnt ihr das so ein bisschen knieschonender machen, indem ihr einfach nur links und rechts wechselt, alternativ mit Gleiten, gleichzeitig hüpfen. Okay, ich hoffe, die Handgelenke sind weiterhin warm. Wir haben sie eben schon mobilisiert. Denn immer, wenn ich die magischen Worte sage, HEP oder HEP HEP, gehen wir in ein oder zwei Burpees. Also HEP und Philipp, deckt doch einmal die Kamera zu. Das ist das Signal für mich, für euch alle einen Burpee zu machen. Und dann gehen wir wieder in die Ausgangsübung. Hampelmänner. Also, ihr könnt mir gerne das Signal geben, quasi euren nonverbalen Hep, indem ihr einfach mal mit der Handfläche die Kamera zudeckt, dann weiß ich,
wollt. In den Tab. Runter. Saubere Liegestütze. Sauber wieder hochkommen. Und dann wieder die Hampelmänner. Halt die Geschwindigkeit. Und Herr Pat, 2. Und da war noch einer von Uwe. Das heißt, 3 Burpees. Wenn ihr runterkommt in die Liegestütze, achtet darauf, dass ihr mit der Nasenspitze Brust und mit der Hüfte gleichzeitig den Boden berührt und gleichzeitig auch wieder verlasst. Dann kommt ihr wieder in die Ausgangsübung. Die Hampelmänner. Jawohl. Der Puls schnellt hoch. Philipp, ich hab's gesehen. Hepp. Und von mir auch nochmal einen Hepp. Und noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dann bleiben wir tief im Squat. 2, 1, tief. Okay, das üben wir nochmal. Also nochmal in die Hampelmänner. Und wenn ich sage tief in den Squat, wie erstarrt, gehen wir tief in den Squat und die Arme nach oben. Auf 3, 2, 1, tief in den Squat. Na, schon wesentlich besser. Okay, so. Dann nimmt jetzt mal den Popo nach hinten. Ausgangslage, die Knie nach hinten. Zeigst mal aus der schrägen Position. Die Arme weiter nach hinten geführt, sodass der Bizeps ungefähr auf Ohrhöhe ist. Schultern tief. Und wir hacken. Hacken, hacken, hacken. Mit den Armen im Wechsel. Arme schön ausstrecken. Arme weiter ausstrecken. Schultern tiefer nehmen. Die Schulterblätter hinten zusammenführen. Und die Arme nach hinten geführt, sodass die Schultermuskulatur ordentlich arbeiten muss. Tiefer in den Squat. Die Oberschenkel können fast parallel zum Boden sein. Und damit ja keine Langeweile aufkommt, hepp, runter in den Burpee, in den Strecksprung, Ausgangslage. Vielleicht kriegen wir es sogar synchron hin. Und hepp, runter, Liegestütze, kommen wir hoch, in den Strecksprung und wieder Ausgangslage. Sehr gut, jetzt noch 30 Sekunden, lass den Kopf nicht hängen, nimm die Arme schön weit nach hinten, nimm die Schulterblätter hinten zusammen, bring die Schultern tief. Wir haben noch 15. Komm, Julia, auf geht's. Power. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tiefer in den Squat, Arme höher. Raus aus dem Hohlkreuz. 2. Und dann gehen wir einfach in ganz lockere Bewegung. Linke, rechte Bein. 1. Und locker lassen. Oh, einmal ausschütteln die Arme. Und die Beine. So, währenddessen ihr so ganz entspannt am Ausschütteln seid, gehen wir jetzt gleich in eine Squat-Variante. In einen Squat und dann in einen Criss-Cross. Ich zeige das einmal. Das heißt, wir gehen tief in den Squat. Dann kommen wir hoch in den Criss-Cross mit den Beinen. Kreuz, locker, wieder tief. Wieder Kreuz, locker und wieder zurück. Okay, 1 Minute, los geht's. Schultern tief, trotzdem die Arme nach oben führen. Achtet darauf, wenn ihr in den Squat geht, dass ihr den Popo nach hinten führt und nicht die Knie nach vorne führt. Und jetzt eine kleine kognitive Aufgabe. Versucht mal den Criss-Cross einmal mit dem linken Fuß nach vorne zu führen und beim nächsten Mal mit dem rechten Fuß nach vorne zu führen. Also immer im Wechsel links. Tiefer Squat, rechts, links, rechts. 20 Sekunden. Drückt euch richtig schön vom Boden weg. Die Kraft sollte aus der Oberschenkelfrontseite kommen. Fünf, vier, 3, dann gehen wir wieder ganz locker ins Traben, 2, 1 und locker traben, damit es ja nicht kalt wird und die Pumpe weiterarbeiten muss.
Okay, das war jetzt gerade schon so ein bisschen ein Starter in die Koordination. Wir schnappen uns nochmal ein Seil, imaginär links, rechts und wir springen Seil auf 3, 2, 1, los geht's. Starten erstmal ganz simpel, einfach nur von rechts nach links wechseln und dann möchte ich euch ganz gerne bitten, gleich ein paar Fußfolgen zu machen. Das wird ganz spannend. Wir starten erstmal links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jawohl. Wenn ihr das drauf habt, dann wechselt mal bitte auf rechts, rechts, links. 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 Jawohl. Und denkt daran, dass ihr immer nur links ein Step macht. Ihr könnt auch indirekt mal mitzählen. Rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts, links. Sehr gut. Kommt nicht aus dem Rhythmus. Noch für 10 Sekunden. Dann wechseln wir die Seite. Dann machen wir nämlich links, links, rechts. Aber hier noch für 5, 4, 3, 2, 1. Und links, links, rechts. Links, links, rechts. Links, links, rechts. Gerade der Wechsel ist schwer. Vielleicht üben wir gerade den Wechsel gleich nochmal. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts. Jawohl, ich glaube, ihr habt euch langsam eingegroovt. Und jetzt wechselt mal einständig diese beiden Rhythmen. Das heißt, aus links, links, rechts wird rechts, rechts, links und macht das so, dass ihr euch dabei wohlfühlt. Aber niemals dreimal mit einer Seite. Noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Ganz locker von rechts nach links nochmal, bleibt in Bewegung. Und was ich jetzt von euch sehen möchte, ist, wir machen nochmal eine Kombination aus beidem, diesmal allerdings koordiniert, indem wir auf rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Okay, soweit verstanden? Also wir machen links, links, rechts, links, sodass wir wieder rechts zwei machen können. Eins, zwei. Dann machen wir links, rechts und dann wieder links zwei. Alright? Ich zähle mal mit. Erstmal locker bleiben und dann starten wir gleich auf der linken Seite auf 3, 2, 1. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts. Merkt ihr? Sodass wir immer die Seiten wechseln, wo wir zwei Steps machen. Und denkt auch an das Handtuch. Das Seil natürlich. Und konzentriert euch auf die Beinarbeit. Was schön Kognitives hier noch zu Feierabend. Komm, Philipp, los geht's. Ich wusste es. Okay, von Philipp gibt es ein Hep. Runter mit euch. Eine Burpee. Und von mir gibt es auch noch ein Hep. Und weil alle Dinge bekanntlich drei sind, gibt es noch ein Hep. Und dann groovt euch nochmal ein in links, links, rechts, links, rechts. Noch für 10 Sekunden. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nochmal locker lassen. Schüttelt mal die Arme und Beine aus. Nehmt die Hüfte von rechts nach links. Einmal ganz locker lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerade eine Kleinigkeit trinken. Für alle anderen bleibt einfach in Bewegung. Im gleichen Bewegungsmuster. Ansonsten, wie gesagt, nehmt euch kurz was aus der Flasche und trinkt was. Ich erkläre schon mal die nächste Übung. Die nächste Übung wird der Skater sein. Dafür gehen wir gleich auf die linke Seite rüber. Ich zeige das an meiner Zeitlupe. Linke Seite, der rechte Arm kommt nach vorne, linker Arm führt nach hinten. Rechte Bein ist hinten ausgestreckt. Dann gehen wir wieder in eine statische Position auf die rechte Seite, sodass wir immer diagonal in so einem Cross im Oberkörper sind. Ich kann mir das immer ganz einfach merken, indem ich mir imaginär vorstelle, ich möchte mit dem linken Ellenbogen zum rechten Knie
dass wir halt quasi diese Reihenfolge uns vorstellen, wie in so einem Sprint und dann auf der anderen Seite. Und dann im Wechsel. Schaut euch die Position an, prägt sie euch ein und dann geht's los auf 3, 2, 1. Los geht's. Ich mache es mit euch zusammen. Links, rechter Arm nach vorne, rechts, linker Arm nach vorne. Und wir gehen immer aufs äußere Bein und halten dann immer ganz kurz die Anspannung in so einer plyometrischen Übung und dann wieder explosionsartig auf die andere Seite zu kommen. Übertreibt es nicht zu krass, denn ansonsten rutscht ihr noch irgendwie weg und dann liegt ihr im Fernseher. Das wollen wir doch kurz vor Weihnachten nicht. Wenn ihr allerdings merkt, ihr habt einen sehr guten Halt, könnt ihr auch ganz gerne den Schritt natürlich ein bisschen weiter setzen, kurz die Balance halten, Core-Spannung und dann wieder auf die andere Seite. Und dann wieder auf die andere Seite. Und nochmal wechseln. Das Ganze immer schön im Wechsel haben. Noch für 20 Sekunden. Und dazwischen gibt es nochmal ein Hep Hep Hurra! Zwei Burpees. In die Liegestütze, in den Strecksprung. Noch eine zweite Liegestütze, Strecksprung und dann wieder in den Skater. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Wir machen noch bis zum Ende durch und bei 0 bleiben wir tief im Squat. 3, 2, 1. Squat. Okay, wir halten diese Position. Arme schön nach oben, Schultern tief. Und jetzt wandern wir auf die linke Seite, machen einen Strecksprung, kommen wieder tief, machen wieder zwei Walks und Strecksprung. Wieder zwei Walks, eins, zwei und einen Strecksprung. Gut. Los geht's, eine Minute. Lasst den Kopf nicht hängen, den Oberkörper gerade. Nehmt die Arme schön nach hinten. Die Bizeps sollten auf Ohrenebene sein. Die Schultern tief. Der Popo ist auch tief. Und wenn ihr euch dann rausdrückt aus der Oberschenkelfrontseite, kommt natürlich in die volle Streckung, wie so ein Skispringer, der sich gerade von so einer Rampe abstößt. Wenn ihr nach oben kommt, einmal tief ausatmen. Gilt immer bei der Anspannung, könnt ihr mal tief ausatmen, sodass wir nicht in die Pressatmung kommen. Der Popo sollte die ganze Zeit tief bleiben. Wenn ihr tief wandert, möglichst tief. Das Ganze noch für 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4 und glaubt erst gar nicht an die Pause. 2, 1, denn es gibt ein Hep Hep. Runter mit euch. 2 Burpees. Auch hier wieder sauber mit der Nasenspitze, Brust und mit der Hüfte gleichzeitig auf den Boden kommen bei der Liegestütze und dann wieder in die Streckung gehen und dann einmal kurz durchatmen. Wir bleiben weiterhin einfach mal ganz locker im Sidestep von links nach rechts. Einmal nochmal kurz ausschütteln, Beine ausschütteln. So, wollen noch einmal in das Seilspringen reinkommen, sodass wir auch die Waden einmal richtig platt machen. Ich habe jetzt nochmal das Seil und diesmal springen wir nur auf der rechten Seite. Achte darauf, dass ihr nur auf dem Ballen bleibt und die Ferse bleibt die ganze Zeit in der Luft. Und jetzt könnt ihr das linke Knie noch zusätzlich anziehen, sodass die Oberschenkelfront sind. Muskel noch zusätzlich noch beanspruchen müsst. Und dann gebt mal alles, indem ihr euch immer schön aus dem Bein heraus abdrückt. Bei jedem dritten Step nach oben geben wir nochmal einen extremen Impuls nach oben. Das heißt, 1, 2 und 3 nach oben. 1, 2, 3 nach oben. Dann immer schön aus der Wade heraus abfedern. Sehr gut. Achtet darauf, dass die Ferse nicht auf den Boden kommt. Ich weiß, so langsam brennt die Wade. Das ist auch Ziel der Sache. Wenn ihr nicht mehr könnt, macht eine kurze Pause oder springt gerne einfach auf beiden Beinen. Ansonsten haben wir noch 10 Sekunden und dann haben wir schon einen Wechsel. Und denkt immer an den dritten Impuls. 3, 2, 1 und auf die linke Seite. Nahtloser Wechsel, danach gibt es eine kurze Pause. Komm, auf geht's, Uwe. Rechte Bein in Luft,
erstmal ganz normale Sprünge. Groovt euch erstmal ein. Und wenn ihr dann merkt, das klappt, können wir bei jedem dritten wieder einen Impuls nach oben setzen. 1, 2, 3. Rechte Knie gerne hochnehmen. 3, 2, 3. Halbzeit. Kommt noch ein bisschen höher. Und wenn ihr gar nicht mehr könnt, könnt ihr es gerne einfach auf beiden Beinen machen. Also 1, 2, 3. Also tief gerne einfach auf dem linken Bein weitermachen. Für die letzten 8, 7, 6, 5, 4. Komm, setz nochmal ein. 3, 2, 1. Und locker lassen. Klopft einmal die Waden aus, die haben sich verdient. Einmal locker lassen. Und nochmal auf der anderen Seite. Okay. Nehmt doch jetzt gerne nochmal einen kleinen Schluck zu euch. Und wenn wir dann gleich auf der Matte zurückkommen, nehmt euch gerne das Getränk neben die Matte und auch gerne das Handtuch neben die Matte. Dann können wir es direkt integrieren, dass ihr es immer schön in Griffweite habt. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr einfach ans Ende der Matte kommen und wir kommen langsam runter, lassen uns nochmal ausbaumeln. Wenn ihr gerade noch am Trinken seid, gönnt euch noch die kleine Pause und steigt einfach jederzeit ein, wenn ihr soweit seid. Wir dehnen nochmal die Oberschenkelrückseite, lassen nochmal die linke und rechte Schulter baumeln und kommen dann langsam auf den Fingerspitzen nach vorne, sodass wir nur noch auf den Fußspitzen sind. Die Knie sind gebeugt im Vierfüßlerstand und halten genau diese Position im Vierfüßlerstand bei. Die äußeren Schultern drücken nach unten. Die Schultern sind über den Handgelenken und die Hüfte ist über den Kniegelenken. Die Fußspitzen sind aufgestellt und die Position halten wir. Achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr ins Hohlkreuz geht, auch nicht in den Rundrücken, also weder noch, sondern der Bauch ist schön angespannt, der Rücken ist gerade, der Kopf geht in der Verlängerung der Wirbelsäule gerade runter. Das heißt, stellt euch vor, als würdet ihr einen seidenen Faden zwischen den Zeigefingern gespannt haben und da blickt ihr mit eurem Blick drauf. Knie sind leicht vom Boden gehoben. Und wenn ihr das jetzt drauf habt, variieren wir die Übung, um noch ein ganz klein bisschen Entlastung zu erfahren. Wir gehen mit dem linken Handgelenk an das rechte Fußgelenk. Einmal antitschen und kommen wieder nach vorne. Kurz innehalten und dann mit dem rechten Handgelenk ans linke Fußgelenk. Dann wieder zurück. Und dann wieder mit dem linken Handgelenk ans rechte Fußgelenk. Und dann nochmal mit dem rechten an das linke. Insgesamt eine Minute. 15 Sekunden haben wir schon. Achtet, dass mit den Knien nicht zu hoch kommt in der neutralen Position. Kommt immer wieder in die Ausgangslage. Die äußeren Schultern gehen nach unten und dann wechseln wir von links nach rechts. Ihr habt noch 20 Sekunden. Noch 10. Haltet Chorspannung. 4, 3, dann verweilt nochmal in der Grundposition. 2, 1, kurz verweilen. Kurz halten. Noch für 10, 9, 8, 7, 6. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch weiter nach vorne lehnen. 4, 3, 2, dann könnt ihr die Knie absetzen. 1 und nach hinten beugen. Einmal in eine entspannte Child Pose. Lehnen uns nach hinten. Die Schultern kommen tief. Wir stellen gerne mal die Fingerspitzen auf, um die Dehnung zu intensivieren. Spüren die Dehnung in den Schultern und kommen dann wieder, jetzt quäle ich euch nochmal in der Übung, wieder auf die Fußspitzen in den Vierfüßlerstand. Und jetzt möchte ich, dass ihr das rechte Bein einmal neben das rechte Handgelenk packt. Einmal aufgestellt, linke Bein ist durchgebeugt. Und jetzt hebt ihr den rechten Arm, macht gerne mal mit, rechten Arm heben. Und ihr führt das linke Bein einmal untenrum nach vorne ausgestreckt durch, sodass wir in die Rückposition kommen. Und dann wieder zurück.
Ich mache es nochmal genauso vor. Wir kommen wieder in die Ausgangslage. Das rechte Bein kommt nach vorne, aufgestellt. Rechter Arm hebt in die Luft. Und das linke Bein unter unserem Körper herdurch zieht nach vorne. Zack. Jawohl. Ein Freestyle-Move. Dann wieder zurück. Wieder in die Ausgangslage. Und diesmal wechseln wir auf die andere Seite. Das heißt, wir nehmen das linke Bein nach vorne. Linker Arm geht in die Luft. Rechter Bein zieht nach vorne durch. Und wir kommen wieder in die Ausgangslage. Gut. Auf der anderen Seite. Rechte Bein neben das rechte Handgelenk. Rechter Arm nach oben. Linke Bein führt unten durch. Einmal in so einen Freestyle-Move. Komm wieder zurück. Linke und rechte Bein in den Vierfüßlerstand. Links nach vorne. Rechte Bein führt unter unserem Körper her. Linker Arm führt hoch. Wieder in den Vierfüßlerstand. Rechte Bein nach vorne. Linke Bein führt unter unserem Körper her. Rechter Arm führt nach oben. Und dann wieder zurück. Ich weiß, eine relativ komplexe Bewegung. Wir müssen uns aber auch steigern. Ansonsten steigt einfach gerne noch mit mir ein. Ich mache es nochmal ganz langsam vor. Wir haben noch 20 Sekunden. Wir nehmen das rechte Bein nach vorne. Rechter Arm nach oben. Linke Bein führt unter unserem Körper her. Streckt einmal aus. Öffnen. Schließen wieder. Nehmen die Beine nach hinten in den Vierfüßlerstand. Noch bis 5. 4. 3. 2. 1. Wir verweilen im Vierfüßlerstand. Einmal kurz Knie absenken. Und wir gehen von der Cat in die Cow. Das heißt, wir strecken einmal schön den Rundrücken. Einmal euch lang machen. Und dann in die Gegenbewegung, indem wir den Kopf nach oben nehmen, ins Hohlkreuz wandern, Entenpopo und dann nochmal in eine Katze. Schön den Rücken ausstrecken und dann nochmal in die Cow. Eine Cat in die Cow, noch zweimal. Quasi aktive Erholung und Mobilisierung. Und wenn ihr dann angekommen seid in der neutralen Position, schaut mal bitte über eure rechte Schulter auf eure rechte Hüfte. Und dann kommt ihr wieder in neutrale Position. Dann schaut ihr über eure linke Schulter auf eure linke Hüfte. Und dann kommt ihr wieder zurück über die rechte Schulter auf eure rechte Hüfte. Und dann über die linke Schulter schauen auf die linke Hüfte. Noch einmal pro Seite. Und dann nehmen wir die Knie in die Luft, die Beine strecken wir nach hinten hin aus und gehen in den High Plank. Ausgangslage, die Schultern sind über den Handgelenken. Die Fingerspitzen drücken in den Boden rein. Wir sind gerade wie ein Brett und halten diese Anspannung. Erstmal halten. Kontrolliert einmal eure Position. Ist euer Blick gerade? Sind eure äußeren Schultern nach unten gedrückt? Sind eure Schultern über den Handgelenken und ist der Popo nicht zu hoch? Der Popo ist angespannt, Oberschenkelrückseite ist angespannt. Und wenn ihr das habt, dann gehen wir gleich entweder mit einer Schrittfolge rechts, links oder mit einem Sprung mit den Beinen außerhalb unserer Handgelenke. Dann richten wir uns auf und gehen wir in die Ausgangslage. Ich zeige das einmal, wenn ihr wollt, schaut einmal gerade zu. Das heißt, wir gehen einfach nach vorne, Füße zu den Handgelenken, einmal Streckung, kommen wieder runter, Handgelenke aufgestellt, wir nach hinten. Wenn ihr merkt, das kriegt ihr nicht hin, gerne im Wechsel. Rechts, links, aufrecht, hier nach hinten, rechts, links. Eine Minute, los geht's. Quasi so ein halber Burpee, aber ohne Liegestützen und ohne den Strecksprung. Genau. Schön langsam und kontrolliert. Achte darauf, wenn ihr nach oben kommt, dass die Knie nicht zu sehr nach vorne wandern. Und gerne knieschonend, indem ihr das im Wechsel macht. Rechte Knie nach vorne, linke Knie nach vorne. Und dann gehen wir in die aufrechte Position, kommen wieder tief und dann auch wieder im Wechsel rechte und linke Bein. Oder natürlich das Ganze gesprungen. Wir haben noch 20 Sekunden. Haltet die Anspannung. Noch 8, 7, haltet durch, 6,
5, 4, 3, bei 0 könnt ihr einmal die Knie absetzen, 2, 1 und einmal locker lassen. Nehmt die Arme nach hinten, führt sie hinten zusammen, geht in die Child Pose, macht euch ganz klein wie so ein Paket und entspannt die Rückmuskulatur, entspannt die Schultermuskulatur, die Armmuskulatur, regeneriert kurz. Denn dann habe ich noch den Power Finisher für unsere Arme. Für all die, die Übung kennen, wir gehen jetzt gleich in den Elevator, also in den Fahrstuhl. Und dafür könnt ihr wieder auf die Fußspitzen kommen und wieder in den High Plank. So, die Ausgangslage, wenn ihr merkt, das ist jetzt zu intensiv für eure Handgelenke, könnt ihr auch gerne einfach nur in eine Unterarmstützposition gehen. Alternativ, wie gesagt, auf die Handgelenke. Und jetzt erkläre ich euch den Fahrstuhl. Wir gehen und kommt gerne simultan mit dem rechten Knie unter unsere Achselhöhle. Schön hoch. Dann fahren wir einen Stockwerk tiefer zum Handgelenk, ziehen auf das linke Handgelenk tief und ziehen zum linken Handgelenk nach oben. Kommen wir in die Ausgangslage. Auf der anderen Seite. Wir nehmen das linke Knie unter die linke Achselhöhle, linke Knie nach links unten, linke Knie nach rechts unten, linke Knie nach rechts oben und wieder zurück. Und das Ganze mal auf der rechten Seite. Rechts oben, rechts tief, links hoch. Ausgangslage. Links hoch, links tief, rechts hoch. Ausgangslage. Zweimal pro Seite. Rechts hoch, links hoch, links tief, rechts hoch. Eine zweimal pro Seite. Rechts hoch, rechts tief, links hoch und ein allerletztes Mal in Zeitlupe links hoch, links tief, rechts hoch und wir kommen nochmal auf den Knien runter, nehmen die Arme nach vorne, entspannen die Schultern und gönnen uns nochmal eine Dehnung in den Schultern. Dann kommen wir mit dem Oberkörper nach vorne und legen uns einfach nur auf den Bauch. Einmal schön flach legen. Wir nehmen die Arme nach vorne, die Beine sind ausgestreckt und wir hacken mit den Armen und mit den Beinen. Der Blick führt nach unten, Nasenspitze gerne auf den Boden. Und dann hacken im Wechsel, die Arme hochführen, die Fersen hochführen. Je weiter ihr die jeweils hochführt, desto anstrengender wird das, weil natürlich die Rückenmuskulatur noch eine größere Bogenspannung aufbauen muss. Den Blick nach unten führen, gar nicht nach oben schauen, einfach nach unten hacken, hacken, hacken. Sehr gut macht ihr das. Noch 40 Sekunden, ein Drittel habt ihr hinter euch, die Schultern tief, also die Schulterblätter hinten zusammen, trotzdem die Hände nach oben führen und die Fersen nach oben führen, dass der Rücken maximal angespannt ist. Was ihr jetzt als Variation mit reinnehmen könnt, damit es nicht zu langweilig wird. Wir nehmen jetzt mal die rechte Ferse nach oben, linke Handgelenk nach oben, in die Diagonale, senken diese wieder und nehmen das rechte Handgelenk hoch und das linke Fußgelenk hoch und wieder tief. Und nehmen wieder linke Arm, rechte Bein nach oben, halten kurz die Bogenspannung und wieder zurück. Das Ganze mal für 15 Sekunden, immer im Wechsel, kurze Sekunde oben halten. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Streckt euch einmal. Nehmt die Arme ganz lang, nehmt die Beine ganz lang und zieht euch über die Diagonale. Rechter Arm nach vorne, linke Bein nach hinten und dann mal den linken Arm nach vorne und rechte Bein nach hinten. Einmal die Schulter entspannen, komplette Rückenmuskulatur einmal durchdehnen, durchkneten. Und dann führen wir die Arme im 90-Grad-Winkel neben unseren Körper. Denkt daran, dass ihr 90-Grad-Winkel habt zwischen dem Trizeps und dem Unterkörper und zwischen Oberarm und den Unterarm.
Jetzt führen wir nur die Ellenbogen wie so eine Marionette senkrecht in die Luft. Die Nasenspitze bleibt Richtung Boden und wir bringen die Schulterblätter zusammen. Nach oben und wieder runter. Achte bitte darauf, dass ihr nicht mit den Ellenbogen nach hinten zieht, also quasi zu einem Gesäß, sondern die ziehen nach oben. Wie, als würde euch jemand von der Zingerdecke einfach nach einem Faden nach oben ziehen. Die Nasenspitze kann gerne unten bleiben oder zumindest in der gleichen Entfernung zum Boden und nur die Schultern ziehen hinten zusammen. Die Schulterblätter sind angespannt und das Ganze langsam und kontrolliert heben und kontrolliert wieder senken. Insgesamt machen wir das Ganze eine Minute und bauen auf dieser Bewegungsform gleich nochmal auf. Blickt nach unten und nehmt jeweils nur die Schulterblätter hinten zusammen. Kontrolliert euren Atem, keine Pressatmung. Und das Ganze machen wir noch für 15 Sekunden. Ihr könnt die letzten 10 Sekunden nochmal oben halten, nochmal eine Faust bilden und jetzt den kompletten Schulterrücken anspannen. Alles geben, nochmal ein bisschen höher die Ellenbogen. Für 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Einmal entspannen. Wie schon angekündigt, bauen wir jetzt auf dieser Übung auf. Und zwar könnt ihr euch genau dieses Bewegungsmuster merken, was ihr gerade hattet. Und zusätzlich nehmen wir den Rückenstrecker mit rein. Das heißt, diesmal bewegt sich die Nase vom Boden weg und wieder nah ran. Das Ganze sieht so aus. Also die Ellenbogen ziehen nach oben. Dabei nehmen wir den Rückenstrecker mit rein. Der Kopf kommt vom Boden weg. Und dann senken wir wieder, der Kopf kommt tief. Denkt aber daran, dass ihr nicht nur den Rückenstrecker aktiviert, sondern auch die Übung, die wir gerade gemacht haben, immer noch parallel ausführt. Das heißt, die Schulterblätter auch zusammenbekommt. Schön aktivieren. Fußspitzen sind aufgestellt. Los geht's. Auch hier wieder, denkt daran, dass ihr nicht so einen Lattzug macht. Das heißt, die Ellenbogen ziehen senkrecht in die Luft und nicht hinten zum Gesäß. Kombiniert die Übung, nehmt den Rückenstrecker mit rein und zusätzlich die Ellenbogen. Und auch hier nochmal erwähnt, die Ellenbogen senkrecht in die Luft, nicht nach hinten ziehen. Noch für 15, 14, 13, 12, 11, bei 10 bleiben wir nochmal oben. Spann nochmal alles an. Rückenstrecker aktivieren, Schultermuskulatur aktivieren. Bild gerne eine Faust. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Einmal entspannen. Nehmt mal die Arme auseinander. Streckt sie weit von euch weg. In so einer T-Form zum Oberkörper. Und dann kreuzt das linke Bein über das rechte und entspannt einmal die Schultermuskulatur. Gönnt euch einen Twist im Oberkörper, klickt auf die linke Seite und das rechte Bein ist ausgestreckt. Links, wie so ein Skorpion, pieksend auf die rechte Seite. Kurz innehalten, tief einatmen, in den Rippenbogen einatmen und dann in die neutrale Position. Und das Ganze auf der anderen Seite. Das rechte Bein über das linke Bein geführt und piekst auf die linke Seite. Der Blick geht auf die rechte Seite. Und dann kommen wir nochmal in die neutrale Position. Einmal entspannen. Dann schnappt euch jetzt einmal das Handtuch, was ihr hoffentlich noch griffbereit habt. Dann kommen wir noch zu einer Rückenübung. Und das Handtuch ungefähr so 50, 60 cm auseinander. Und greift es ganz fest. Ihr zieht es bei der ganzen Übung immer nach außen. So wollt ihr es zerreißen. Die Hände kommen über unseren Kopf zusammen. Wir nehmen die Fersen in die Luft und nehmen die Ellenbogen in die Luft, sodass wir quasi nur noch auf unseren Beckenknochen und auf unserem Bauch liegen, vielleicht auf den Rippen. Und dann ziehen wir das Handtuch hinter unseren Rücken, wie so ein Latzug, nach hinten. Ellenbogen kommen hoch, Fersen kommen hoch. Und dann kommen wir wieder in die Streckung. Der Rücken muss richtig arbeiten, schön in die Streckung gehen. Handtuch zieht immer noch auseinander. Hier beugen wir die Arme. Handtuch kommt hinter unseren Kopf zusammen. Füße kommen hoch und wieder in die Streckung. Und nochmal. Ellenbogen weiter auseinander. Das Handtuch wird auseinandergerissen.
bringt möglichst wenig Druck auf die Halswirbelsäule, das heißt das Handtuch nicht auf der Halswirbelsäule ablegen, sondern immer in der Luft halten, weil die Ellenbogen ja schön hochstreben, ähnlich wie die Fersen. Und das Ganze noch 20 Sekunden. Blick nach unten führen. 12, 11, 10, 9, reißen um an dem Handtuch. 7, 6, bringt die ganze Zeit Spannung aufs Handtuch. 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Okay, so, kommt nochmal gerne nach oben, trinkt eine Kleinigkeit. Wir wechseln jetzt gleich mal in die Rückenlage und den Moment nutzen wir, um mal eine Kleinigkeit noch zu trinken. Prost. Wischt euch nochmal den Schweiß aus dem Gesicht. Legt euch das Handtuch neben die Matte, ebenso wie das Getränk. Und dann kommen wir aufs Gesäß zusammen. Ich hoffe, ihr habt das Getränk noch griffbereit. Ich stelle es jetzt mal zwischen meine Beine. Da würde ich euch auch drum bitten, sodass wir das mitten auf der Matte stehen haben. Wir lehnen uns hinten auf unsere Hände auf und kommen mal in die Rückbeuge. Dann strecken wir die Beine aus, rechts von der Flasche, einmal lang machen. Dann kommen wir wieder in die Beuge, links von der Flasche. Und wieder rechts von der Flasche und links von der Flasche. Wenn ihr merkt, das ist viel zu einfach für euch, habe ich natürlich auch eine Progression. Ihr könnt das Ganze ohne aufgestellte Hände machen. Sieht dann so aus. Und ihr arbeitet dann nur aus dem Bauch heraus und versucht diesen kleinen Impuls aus dem Bauch und aus der Hüfte heraus zu setzen. Wenn ihr merkt, auch das ist noch zu einfach für euch, könnt ihr das Ganze noch, wenn ihr in der Streckung seid, dass ihr die Hände nach hinten führt, größerer Winkel, dann wieder zurück auf die andere Seite und auch hier wieder in die Streckung. Und immer im Wechsel rechts, links. Kontrolliert euren Atem. Oder einfache Progression. Ihr nehmt einfach die Hände auf dem Boden und der Bauch ist trotzdem die ganze Zeit angespannt. Noch für 10, 9, 8, wechselt von rechts nach links, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und einmal locker lassen. So, wir schauen uns nochmal die Flasche und diesmal aber zwischen die Beine. Ich würde gerne, dass ihr die Beine einmal zusammenführt und die Flasche dazwischen habt, dass ihr sie in die Luft nimmt. Ihr könnt auch gerne einen anderen Gegenstand nehmen, müsst auch gar keine Flasche mitnehmen, das ist quasi nur eine Progression. Und dann gehen wir in den Russian Twist, indem wir die Arme entweder mit einem Handtuch oder ohne Handtuch auseinanderführen und von rechts nach links führen. Eine Minute. Auch hier gilt natürlich, wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, könnt ihr einfach gerne die Flasche absetzen und einfach nur mit den Füßen in die Luft oder gerne auch die Füße abgestellt, dann wird es ein bisschen einfacher. Oder wenn ihr merkt, ihr könnt wieder das Ganze auch mit der Flasche ausgeführt. Verschiedene Progressionen, sucht euch eure eigene Progression aus, macht die Übung schön langsam und kontrolliert und wenn ihr wollt, nehmt das Handtuch immer über euren Kopf zusammen und dann wieder auf die Seite. Die ganze Zeit Druck aufs Handtuch ausführen. Und wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, setzt die Flasche kurz ab, kommt dann einfach wieder auf die Füße und macht die Übung nur isoliert in Russian Twist. Ganz noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gibt nochmal alles 2, 1 und legt euch auf den Rücken. Einmal entspannen, das muss auch sein. Und wir rotieren die aufgestellten Füße von rechts nach links. Auch hier einen leichten Twist im Oberkörper, eine kleine Entspannungsübung zwischendurch.
um den Bauch mal ein bisschen zu entlasten und zu dehnen. Wenn ihr soweit seid, kommt ihr wieder oben in der neutralen Position zusammen mit den Knien und strecken jetzt die Knie aus. Ebenso wie die Arme nach außen, sternförmig auseinander. Und wir gehen ins Klappmesser diagonal. Das heißt, rechter Arm und linke Bein treffen sich oben. Ich zeige das einmal. Hier oben. Wir sind nur auf den Gesäßknochen und kommen wieder runter. Und dann rechte Bein, linker Arm. Kommen wieder hier hoch und bleiben wieder auf den Gesäßknochen, kurz halten und dann wieder runterkommen. Und los geht's. Wenn ihr merkt, das ist schier unmöglich, dann könnt ihr das Ganze auch einfach machen, indem ihr einen ganz leichten Ruck entweder mitnimmt oder ihr führt einfach nur so eine Crunch-Bewegung an, indem ihr die Knie anzieht und wieder löst. Alternativ gerne, wie gesagt, das Klappmesser in die Diagonale ziehen, langsam und kontrolliert hoch und möglichst langsam und kontrolliert hoch runter. Jawohl. Gebt nochmal alles. Zieht euch nach oben, sodass ihr auch immer schön auf der Gesäßhälfte seid. Der Oberkörper sollte den Boden verlassen und dann wieder langsam hoch und langsam wieder runter. Das Ganze noch für 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Legt euch dann mal auf den Rücken. So, der Bauch muss jetzt richtig arbeiten. Gönnt euch noch eine ganz kurze Pause für den Bauch und dann nehmen wir nochmal die Oberschenkelrückmuskulatur, indem wir das Handtuch über unsere Hüfte legen. Wir fassen das Handtuch an den Enden an und ziehen es nach unten. Die Füße sind aufgestellt und wir bringen die Hüfte nach oben, sodass wir nur noch auf den Füßen und auf den Schultern uns befinden. Eine Schulterbrücke. Die Hände ziehen weiter nach unten. Das heißt, der Trizeps ist angespannt. Wir drücken das Handtuch nach unten mit den Armen und weiterhin strebt allerdings die Hüfte noch weiter nach oben. Und dann wechseln wir von einer hohen Hüftposition in eine tiefe Hüftposition, bleiben die ganze Zeit in Anspannung. Die ganze Zeit sollte Druck auf das Handtuch geführt werden. Das heißt, die Schultermuskulatur ist angespannt, der Trizeps ist angespannt, ebenso wie auch die Oberschenkelrückmuskulatur. Um es hier noch ein bisschen zu intensivieren, könnt ihr gerne einfach auf ein Bein hochkommen. Zum Beispiel nehme ich das rechte Bein in die Luft und strebe dann wieder nach oben und komme wieder tief. Aber achte darauf, und das ist das Wichtige bei der Übung, wir wollen das Handtuch die ganze Zeit unter Druck bringen. Wenn ihr merkt, das hat nicht genug Spannung, könnt ihr es noch ein bisschen enger greifen und dann immer wieder nach unten ziehen, sodass die Schultermuskulatur und der Trizeps angespannt ist. Und wenn ihr jetzt, so wie ich, ein Bein nach oben genommen habt, könnt ihr das Ganze wechseln, denn wir haben noch 20 Sekunden. Dann habt ihr beide Beine auch einmal richtig durchtrainiert. Wir haben noch 10, 9, weißt nochmal, bleibt nochmal in der höchsten Position. Für die letzten 6, 5, strebt noch ein bisschen höher in der Hüfte. 3, 2, 1 und kommt runter. Halt das Handtuch weiterhin gegriffen. Aber entspannt einmal kurz. Die Arme mit Handtuch können wir schon mal über unseren Kopf nehmen. Auch hier nochmal ausstrecken. Die Beine können wir ausstrecken. Einmal lang machen. Und dann langsam und kontrolliert führen wir das Handtuch nach oben, ebenso wie die Beine. Und das Handtuch unter unseren Beinen und unserem Gesäß her. Ich zeige das einmal. Wir kommen nach oben. Wir winkeln die Beine an, das Handtuch kommt unter unseren Gesäß, gehen wieder tief in die Liegeposition, halten diese Position langsam und kontrolliert und kommen dann wieder nach oben. Dabei ziehen wir die ganze Zeit das Handtuch auseinander und trainieren auf den Trizeps dabei. Los geht's. Die
vorletzte Übung für heute. Das heißt, gebt nochmal alles. Und danach gebe ich euch wieder eine Minute Zeit für eine Übung eurer Wahl. Eine Muskelgruppe, die ihr heute vielleicht noch nicht trainiert habt oder die ihr heute vermisst habt oder einfach, wo ihr Schwächen seht, wo ihr gerne einfach nochmal eine Minute für euch haben wollt, könnt ihr euch schon mal überlegen, was ihr nach dieser Übung machen wollt. Alternativ könnt ihr auch einfach mit mir zusammen Liegestützen machen. Kontrolliert euren Atem. Für die letzten 20 Sekunden. 18. Langsam runterkommen und langsam wieder hochkommen. Es kommt nicht auf Geschwindigkeit an bei der Übung. Zieht das Handtuch auseinander. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Gut, sehr gut. Das zu meinem Pflichtteil. Jetzt seid ihr dran. Entweder sucht euch selber eine Übung aus, die ihr gerne machen wollen würdet, oder kommt mit mir einfach in die Liegestützen. Ich zähle einfach mal runter. Ich hoffe, ihr habt eine Übung. Wenn ihr was für den Bauch machen wollt, könnt ihr in die Crunch gehen. Und die Sit-Ups, wenn ihr was für den Rücken machen wollt, könnt ihr eine Runde hacken, könnt ihr eine Runde schweben, Freischwimmer. Wenn ihr was für die Beine machen wollt, könnt ihr anknien, anfersen, Hampelmänner oder sonst was. Dann, wenn ihr keine Idee habt, kommt mir in die Liegestütze, ansonsten geht's los auf 3, 2, 1 und los geht's. Eine Minute und dann kommen wir zum Cooldown. Dann habt ihr es für heute geschafft. Dann habt ihr euch die Dusche verdient. Sehr gut. Ich sehe saubere Liegestützen, langsam und kontrolliert. Ich sehe Crunches, ich sehe Planks. Wenn ihr den Plank intensivieren wollt, könnt ihr gerne mal die Ellenbogen zu den Fußgelenken ziehen und somit noch mehr Core-Spannung aufbauen. Genau, immer schön maximale Spannung. Ich sehe noch einen Sit-Up, diagonal, langsam und kontrolliert. Wenn ihr einen Sit-Up macht, denkt daran, gerade den negativen, das heißt, wenn ihr runterkommt, langsam und kontrolliert, im Idealfall einfach in Zeitlupe, so muss jede einzelne Muskelstellung einmal arbeiten. Ihr habt noch 20 Sekunden in der letzten Übung. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und vorbei. Atme nochmal tief ein und aus. Schüttelt die Arme aus. Nehmt einen Schluck aus der Pulle und dann kommen wir gleich im Stand zusammen für ein gemeinsames Cooldown. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr einfach mal die Arme und Beine ausschütteln und einfach mal ein bisschen entspannen oder gerade nochmal einen Schluck nehmen. Wenn ihr soweit seid, steigt einfach ein und kommt mit mir schulterbreit auseinander und senkt langsam Wirbel für Wirbel den Oberkörper. Einmal tief in die Beuge. Die Beine sind durchgestreckt und wir kommen tief mit dem Oberkörper. Tief in die Dehnung. Und wenn wir ausatmen, gehen wir ganz ein bisschen tiefer in die Dehnung. Und beim Einatmen halten wir die Anspannung, um beim Ausatmen wieder ein bisschen tiefer zu kommen. Den Kopf können wir ausnahmsweise mal senken. Und wir wandern auf die linke Seite rüber. Und wir kommen auf die rechte Seite. Nochmal in die Mitte. Und wir kommen langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Drehen die Schultern zurück. Einmal tief einatmen. Stolze Brust. Und dann wieder einen Rundrücken klein machen. Und dann wieder stolze Brust. Und dann nochmal klein machen.
Dann im Wechsel vorwärts, linke Schulter nach vorne nehmen, schöne Großbewegung und die rechte Schulter nach vorne nehmen. Zieh das rechte Bein an, pack am Knöchel an, führt beide Knie zusammen. Und dann kommen wir langsam mit der Hüfte nach vorne, gehen die Oberschenkelfrontseite. Nicht ins Hohlkreuz wandern, den Bauch leicht anspannen und dann das rechte Bein vor dem linken kreuzen, rechten Arm nach oben führen. Der linke Arm zieht nach auf die linke Seite und wir öffnen unseren rechten Rippenbogen. Zieht euch nochmal richtig schön wie so eine Banane zur Seite, macht euch krumm und atmet tief in den Rippenbogen ein. Und dann kommt ihr nach oben. Dann machen wir es auf der anderen Seite. Linke Bein angewinkelt, wieder am Knöchel anfassen, Knie zusammen, findet einen stabilen Stand und bringt langsam die Hüfte nach vorne, sodass wir den Druck auch hier auf der Oberschenkelfrontseite erhöhen. Atmet tief ein und aus. Beim nächsten Ausatmen lösen wir das linke Bein und kreuzen das linke über dem rechten. Den linken Arm nach oben. Der rechte Arm zieht nach, auf die rechte Seite zielend. Und wir atmen nochmal tief in den linken Rippenbogen rein. Noch einmal tief einatmen. Und beim nächsten Einatmen kommen wir noch nach oben. Beide Beine parallel. Macht euch lang über die Diagonale. Zieht euch nochmal über den Rippenbogen und lasst dreimal die Anspannung fallen und atmet dabei tief aus. Und auch ein drittes Mal. Und dann war es das wieder für heute. Vielen lieben Dank. Wunderbar. Das war großartig. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Training. Ihr habt euch nicht verletzt und es war schön für euch. Dann stoppen wir jetzt die Aufnahme. Ich bedanke mich recht herzlich für die tolle Beteiligung und wünsche euch eine gute Gesundheit weiterhin und habt ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls wir uns morgen nicht mehr sehen.